Hallo, Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie. Jetzt war's zu schnell. Mit einem weiteren React. Und zwar schauen wir uns heute an die Twitch Clips Germany, die Folge 190. Ihr werdet jetzt wundern euch, Moment mal, hatte sie nicht auf ihrem Video, auf ihrem Kanal schon die Folge 191? Ja, die hatte ich schon, die habe ich, ich reacte das nach. und deswegen schauen wir uns das jetzt zusammen an. Die Folge heißt Noch eine Runde. Ja, passt ja. Eine Runde Twitch Clips Germany hatten wir jetzt schon. Eine Folge kommt jetzt noch. Und für diejenigen, die sich jetzt wundern über diese Aussage, ich nehme das ja hier auf Twitch auf. Auf YouTube seht ihr das immer im Nachgang. Und am heutigen Tag, wo ich diese Folge aufnehme, hatte ich vorher schon die Folge 191 aufgenommen. Also deswegen ist das noch eine Runde, der perfekt passender Titel für diesen Ding. Wir wechseln mal in den Live-Bereich. So, da sehen wir die wunderbare Freaky Niki. Niki, wisst ihr, woran mich Niki jetzt erinnert? Niki erinnert mich hier dran. Das ist ein Niki-Einhorn. Weil ich halte zum Beispiel mal in die Kamera. Da, ein Einhorn. Das Hörnchen. Das habe ich von einer guten Freundin geschenkt bekommen. Muss ich dazu sagen, von meiner besten Freundin. Die hat mir das geschenkt. Und das sitzt hier bei mir vor meiner Box und guckt mir jeden Tag zu, wenn ich hier am PC sitze. Bleibst du sitzen? Jetzt willst du nicht sitzen bleiben, willst du umfallen. und ich muss da jeden Tag dran denken. Ich finde das so süß. Ich stehe unter anderem auch auf Einhörner. Ich liebe Einhörner. Und Pegasus. Genau. So, aber wir fangen jetzt an mit der Folge. Viel Spaß euch. Ahoi, ich bin Freaky Niki und wenn ihr geilen Clip-Loot haben wollt, Captain Clip hier hat alles, was ihr braucht. Also viel Spaß beim Durchsegeln der Twitch Clips Germany Compilation und viel Spaß. Das war mal ein richtig toller Einstand. Also, ich muss jetzt sagen, ich kann jetzt gar nicht abschalten. Ich muss jetzt einfach weiter gucken, weil das so eine tolle Einleitung war. Ein Daumen hoch von mir für dich, Freaky Niki. Das hast du richtig toll gemacht. Was wollte ich sagen? Ich spiele das mit Maus und Keyboard oder Tastatur? Moment. Spielt man das mit Maus und Keyboard oder Tastatur? Verbessert mich aber. Keyboard ist das englische Wort für Tastatur. Oder nicht? Also, entweder spielt man es mit Tastatur und Maus oder halt nicht. Es gibt natürlich noch die andere Möglichkeit. Ich bin jetzt gerade am Suchen unter meiner Ablage. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, hier mitzuspielen. Das ist dann der Controller. Der funktioniert bei mir leider momentan nicht. Der zu meinem Ärgernis. Weil die Batterien sind leer. Und ja, genau. Die günstigen Batterien, die halten nicht so lange. Und die teuren Batterien, die haben halt den Nachteil, dass sie teuer sind. Und man muss momentan ja immer auf alles gucken, wo man was ausgibt. Und ja, Akkus wäre noch eine Idee. Ja, genau. Okay, weiter. Da. Oh ja, ich bin eine Pusteblume, nur mit Federn. Lass mich und ich mach Puh. Stimmt gar nicht, ich hab gepustet und du bist nicht Puh. Aber du bist eine Pusteblume mit Federn. Also, was genauso schön aussieht wie eine Pusteblume mit Federn, fiel mir jetzt was ein. Chocobos. Wenn ich weiß, dass Chocobos sind, guck mal. Und da geht die Tür auf. Was zum Geier ist da los? Was zum Geier war das? Hallo? Gut, muss ich jetzt nicht verstehen. Er hat garantiert ein Horrorspiel gespielt und hat sich erschreckt. Vor nichts. Okay. Mir halt Land über Kuppe. Sprungstab bei Ausgang 100 Überkreuzung. Nice! Hey, das ist mir auch schon geglückt. Ja, übrigens ein Clip für die Win-Compilation im März. Nur so zur Information, falls. Aber ich weiß, dass die nutzen nur Reels und keine Clips von Twitch-Clips. Ich muss dazu sagen, dass. Ja, das ist mir auch schon passiert. Ich spiele hin und wieder so Rennspiele, spiele ich ganz gerne. Ich habe da so eine ganze Menge. Also, ich habe ein paar F1-Spiele auf dem Rechner. Ich habe ein paar Rallye-Games auf dem Rechner. Und das ist mir auch schon geglückt. Also, das ist gar nicht so schlecht. Ha ha ha!
Das war weird. Also, wir wissen es natürlich alle, Mission Impossible Soundtrack. Ich denke mal, sie wollten da so ein bisschen was nachspielen, aber Mädels, das ist euch nicht ganz gelungen. Also das Beste an diesem ganzen Clip, ganz ehrlich, war die Querflötenspielerin. Denn die hat Querflöte sehr gut gespielt. Ein Instrument, was mich früher mal interessiert hat. Heute vielleicht auch noch, aber heute habe ich andere Dinge, die mir wichtiger sind. Also bis gleich. Pipi-Pause. 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 Das hätte vielleicht auch jemand der Spinne sagen sollen. Ja, vielleicht hätte jemand der Spinne sagen sollen, dass Pipi-Pause ist und dass sie auch mal machen kann. Der wird sich freuen, wenn er wieder. Der hat sich gefreut, als er wiedergekommen ist und seine Figur tot war. Und wenn er Pech gehabt hat, hat er auch noch auf die falsche Seite geklickt oder auf den falschen Button und war wieder am Anfang. Gut. Was sehen wir hier? So long drive. Lange Fahrt. Ja, habe ich auch schon hinter mir manchmal, so lange Fahrten. Ich kann ja auch steuern. Allah, hör auf, du fucking... Der Moment, in dem deine Mitspielerin merkt, dass sie auch eingreifen kann, das tut und dann alles nach hinten losgeht. Das war das, ja. Der Long Drive wurde zu einem Small Drive oder Short Drive. Genau. Das ist eine Original Sealed Konami Box. This side up top. This side up top. Ja, welche denn jetzt? Ihr könnt das doch nicht hier hinkleben und dann da hinkleben, ja, was? Doch. Das hast du doch gesehen, dass sie das können. Außerdem sollst du die Kiste erstmal so rumlegen und dann, damit du sie aufmachen kannst, stellst du sie so rum. Damit du weißt, wo oben ist und nicht, dass du aus Versehen unten aufschneidest und vielleicht was kaputt machst. Vielleicht ist unten das Kabel dran und dann hast du Pech gehabt. Und dann? Dann ist die Box kaputt und musst du so zurückschicken. Du dir. Gib mir Tiernamen, Schmetterling. Und gib mir böse Tiernamen, böser Schmetterling. Sag mir was Dreckiges. Küche. Manche Sachen sind lustig, manche Sachen sind nicht lustig und bei manchen Sachen braucht der zündende Gedanke für das Lustigsein zu lange, um es noch lustig zu finden. Ich hatte geahnt, was da kommt, nachdem gib mir Tiernamen. Und deswegen war der lustige Gedanke, der Zündfunke dafür zu lang. Deswegen quatsche ich das jetzt nicht so lustig. Okay. Dann kommt die Sequenz. Der schwarze Reiter hat euch erwischt, der eine Ring wurde euch genommen und zu seinem Schöpfer Sauron zurückgebracht. Eure Quest ist fehlgeschlagen. Und ich stelle gerade fest, dass die Speicher-Autospeicherfunktion nicht hat. Ja, das Thema Autospeicher bzw. das Thema Speichern bei Spielen und nicht und vergessen, das kenne ich ja sehr gut. Ihr wisst ja, ich spiele ja momentan in meinem Gaming-Time immer noch Eye of the Beholder 1, also Dungeon & Dragon, Eye of the Beholder 1. Und mittlerweile komme ich ja gut voran, also seit der letzten Folge, seitdem ich endlich mal weiß, wo ich bin und wie ich vorankomme. Richtig, also ich bin ja auch vorher schon gut vorangekommen. Ich hatte mich nur völlig verirrt und wusste gar nicht mehr, wo ich war. Jetzt weiß ich es wieder. Und deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, bei jedem wichtigen Schritt speichern, 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 speichern. Gerade bei Oldschool-Rollenspielen macht das auf jeden Fall. Geht hin und speichert, speichert, speichert. Nicht jedes Spiel, gerade die alten Spiele haben das alle nicht. Die haben alle diese Autospeicherfunktion, die man heute hat, nicht. Und selbst heute gibt es ja viele Spiele, die keine Autospeicherfunktion haben. Speichert von selbst. Dann wisst ihr, was wichtig ist, gemacht habt und gut ist. Und ihr müsst nicht immer wieder ganz von vorne anfangen. Denn das ist, kann übel enden. Okay, das kommt ran. Installiert ihr Dings. Vollgaze. Da hat doch Vollgaze. Ach, du hast doch Vollgaze. Fall Guys, ja, ich liebe dieses Spiel. Deswegen ärgere ich mich wegen dem Controller, den ich wo ich ja immer erzählt habe, dass da die Batterien leer sind. Weil ich das viel lieber am PC spielen würde, als auf der Switch. Auf der Switch macht das auch unheimlich Spaß. Aber
da sind die Knöpfe ein bisschen anders. Die Switch hat das so ein bisschen gedreht. Also das eine Steuerkreuz mit dem X, A, B und so weiter, die haben das A und B umgedreht und ich glaube dann das X und Y umgedreht. Und das ist total beknackt, wenn man das gewohnt ist, dass das A da ist und nicht da. Und man drückt dann da und dann macht man was falsch, was man eigentlich gar nicht machen will. Ja, ist so. Also, falls jemand von Nintendo zuhört, überarbeitet bitte euren Controller, so dass er für alle passt, für alle. Am besten macht ihr das so, dass man dieses Kreuz mit dem A, B, X, Y drehen kann, so wie man es braucht. Nur so als Gedanke. Ich will auch keine Tantiem dafür, falls ihr das macht. Aus dem Wort zwei. Pokémon! Was war jetzt daran so lustig, dass er sich jetzt so aufgeblasen hat? Das ist doch normal. Ja. Gut, ist so. Das wissen wir doch. Also, oder ist das sein erstes Pokémon-Spiel gewesen in seinem Leben? Ja. Nackte Männer geht mein Bauch auf. Ich seh aus wie ein Penner und ess dir alles auf. Verdammt, oder sag ich lieber auch. Wir haben beide ADS vor. Sure, yeah, sure. Literally. Deine Mäusezähne machen mich so crazy. Digi, danke, was ein Tanker oben, Baby. Also, der letzte Teil war weird. Er hat gesungen, ohne den Mund zu bewegen und man hat das alles verstanden. Weil das hat er ja live gemacht. Also das war jetzt nicht, dass das schon aufgenommen war und er das abgespielt hat. Außer er hätte das Lied aufgenommen und hätte das Lied dann abgespielt. Ein Mysterium, aber wenn er das live gemacht hat, Däumchen hoch. War das okay, danke. Ach hier, da ist ein Gras davor. Okay. Ob das andere? Ja, wir lieben. Die machen Liebe. Oh, die haben erstmal eine Unterhaltung. Oh, die haben ein Kind gemacht. Okay. Wir haben erstmal eine Unterhaltung. Ja, Minecraft, ja, genau. Da passiert sowas. Also man guckt sich an und schon hat man ein Kind. Das erinnert mich irgendwie an Q. Finger aneinander halten, Kind gemacht. Wer Insider ist, weiß jetzt, was damit gemeint ist. Und aber eins ist mir jetzt doch so ein bisschen ins Auge gefallen. Deswegen habe ich so hin und her geguckt. Der Avatar von ihr, der hat eine ganz weirde Optik, was die Augen und die Mimik angeht. Boom. An den Augen bitte nochmal arbeiten. Nur so als kleiner Hinweis. Also an den Augen würde ich nochmal arbeiten. Also Hallöchen, ich bin Kater, ich bin Gott. Finde ich eine Begrüßung für die Zukunft. Ja, oder? Das große macht für große Verantwortung. Ich kann euch alle auch einfach umbringen. Ja, das ist eine sehr gute Ansage, gerade auch auf dem Stream. Wenn das der Falsche versteht, der rennt sofort rein aus dem Stream, kommt nie wieder. Man sollte sich nie als Gott bezeichnen. Christen Kader sagt jetzt ja nichts Falsches. oder beziehungsweise schreibt jetzt ja nichts Falsches. Und zum anderen Mal, du hast den Spruch geklaut auf große Macht folgt große Verantwortung. Die meisten haben aber leider das mit der Verantwortung unter den Tisch fallen lassen. Die wollen die große Macht und keine Verantwortung. Hallo? Fuck my life! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh, warum bin ich denn heute so schreckhaft? Heute? Du bist öfters schreckhaft. Du bist öfters schreckhaft, Lost Kitten. Aber eins muss ich sagen, wie hast du das so viel freigespielt bekommen? Das war Breath of the Wild. So weit bin ich noch nicht mal. Wie bist du da hingekommen? Das möchte ich wissen. Und das Schreckhafte, ja gut. Ich habe halt das schöne Vorteil, bei mir ist die Tür da. Und wenn da was kommt, das sehe ich. Und ich höre es auch, obwohl ich Kopfhörer auf habe und die sehr gut eigentlich abdichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich höre damit doch relativ gut und sehe, wenn mein Mann kommt. Wobei, ich habe natürlich den großen Vorteil, wir haben eine Katze. Die Katze rennt meistens vorne weg. Da können jetzt einfach nicht gegen angehen. Das geht jetzt einfach nicht. Was? Das ist jetzt einfach die Base-Ability der jetzt? Meister hier, ne? Okay. Au! So geht das. So geht's. So kann's gehen. Ja, oben baut man, oben repariert man und unten wird man abgeschossen. Geil. Ich liebe diese Spiele. Ich zieh mich ganz schnell um nochmal. Und dann geht's in Elden Ring los. Ah! Oh. Das Headset solltest du da lassen. Ich habe vergessen, mein Headset abzunehmen. Das hat man gemerkt. Und beim kabelgebundenen Headset ist das auch durchaus sinnig, das abzunehmen. Deswegen habe ich nochmal ein kabelloses, auch wenn ich gerade ein Kabel dran habe. Ihr seht das aber nicht, weil das schön verdeckt wird.
Weil, ja, dadurch, dass ich halt die Tage das häufig benutzt habe, was bezüglich, also gestern habe ich das ja durchweg fast, nee, nicht fast, ich habe das 9 Stunden benutzt. Dadurch war das natürlich, ja, schon wieder relativ leer. Okay. Wir sind noch online, ne? Wir sind noch online, oder? Ja. Bitte nichts Verschlimmeres, sondern... Ach, das, was soll schon passieren? Leute, ihr kennt doch meinen, ihr kennt doch meinen... Oh nein! Ja, 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 so kann's gehen, deswegen habe ich das vorhin... Ich habe das vorhin ja mal in der Pause kurz probiert. Mit diesem, ich glaube, das ist sogar gar auf dem Video, was auf Twitch hochgeladen wird, oder was auf Twitch oben ist, wenn ich den Stream beende nachher, dürfte das auch drinne sein. Da ist es so, dass, da habe ich ausprobiert, diese Augenfunktion von Nvidia. Das Problem ist, meine Kamera ist über dem Monitor. Und das sah dann aus, als würde ich nach oben gucken, so in die Luft. Das sah total bescheiden aus. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich die Kamera nach unten packe, aber hier unten kann ich sie dann irgendwie... Ich habe zwar diese Halterung, aber ich kann das halt irgendwie nicht machen. Deswegen ist das... Das wird, aber ich habe das halt gemacht, während... auch während es lief. Also da ist, man muss man immer vorsichtig sein, weil da kann schnell mal was hakeln und dann hängt man fest. So, weiter geht's. Sie erschreckt sich gleich. Und schmeißt die Flasche weg. Oh nein. Sie hat vergessen, dass die Flasche schon offen war und dreht, versucht den Deckel, der nicht vorhanden ist, abzudrehen. Das ist auch, auch keine schlechte Idee. Soll man machen, habe ich gehört. Soll gut funktionieren. Vor allen Dingen, man dreht sich tot. Guck mal. Das hier habe ich mir gekauft, weil ich hatte ja dieses Kleid von Sam an und das war blau, ach grün, ach blau, ach. Ja, was denn jetzt nun? Braun war es. Und das ist auch ein braunes Kleid. Ja, das haben wir von Anfang an gesehen. Du musst aber noch an deiner Farbkombination arbeiten. Also, die Farbe auszudrücken, die du sagen willst und nicht 5 andere Farben im Kopf haben und dann die sagen, statt das, was du sagen willst. Cooles Herz. Meine Bohnen sind runtergefallen. 99 Luftballon. Auf ihrem Weg zum Horizont. Jemand zu Fuß aus dem All. Und schickt ein General. Ja. Das war wieder mal ein schönes Beispiel für das Thema Frauen und Multitasking. Wir sind dazu fähig, Männer eher nicht. Ich bringe da immer so ein schönes Beispiel, wann Männer multitaskingfähig sind. Es gibt auch andere, aber viele Männer, nicht alle, meiner gehört nicht zu der Mehrzahl, sondern der macht das gar nicht, deswegen passiert das nicht. Weil die meisten Männer sind an einem Tag in der Woche multitaskingfähig, und zwar am Samstag. Wisst ihr warum? Sie können dabei Sportschau gucken, Bier trinken und Frau ignorieren. 3 Dinge, alle gleichzeitig. Multitasking. Entschuldigung an alle Männer. Ich weiß, dass der Ofen noch an ist, weil meine Pizza noch drin ist. Da oben? Aha! Dass der Moment, in dem du feststellst, dass die Pizza, die du eigentlich in den Backofen schieben wolltest, noch nicht im Backofen drin ist. Und 2 Minuten später der Besuch vor der Tür steht. Das hätte jetzt doch gut gepasst. Aber die Pizza sah gut aus. Schatz, mach mir bei der Gelegenheit mal Pizza. Also selber. Ich bin, glaube ich, in meinem Leben bestimmt schon 5-mal gegen eine Laterne gelaufen, weil ich aufs Handy geguckt habe während des Laufens. Weil ich irgendwie Google Maps auf hatte und dann musste ich irgendwie gucken, wo ich hinlaufe und dann bam, voll gegen die Laterne. Ich könnte jetzt in dem Bezug auf vor etwas davor laufen auch eine schöne Geschichte erzählen. Aber alleine schon bei dem Gedanken an diese Geschichte tut es mir in Regionen weh, in denen es mir eigentlich nicht mehr wehtun dürfte. Deswegen lassen wir das. Dir. True. Ah! Vor was habt ihr euch jetzt erschreckt? Vor dem Automat? Oh Mann. Schreckhafte Leute, die Horrorspiele spielen. Schlechte Kombination. Okay, my friends. Now we have our little
very sunburned sky. And yeah. This is a little bit different and now. Ja, da, ja, genau. Aber hey, Toro, du hast das gut erklärt. Und ich weiß jetzt auch endlich, wen du darstellen willst. Also, ich kenne den Macher, also denjenigen, den du darstellen willst. Ich komme jetzt noch nicht auf den Namen, aber ich weiß, wen du meinst. Geil, das liebe ich so. Wenn man von außen erschreckt wird und auch, eigentlich ist im Spiel gar nichts, wo man sich erschrecken muss, aber wenn es so darauf fokussiert ist, kommt ein Schreckmoment und dann wird man doch erschreckt. Das ist geil. Also, warte, logisches Denken. Wir haben vier von diesen Dingern und das Gesamtteil wiegt 200. Das heißt, eins wiegt 50, ne? Dann muss ich eigentlich nur das hier ab. Gut gedacht, schlecht gemacht. Also ich muss eigentlich nur das hier abbekommen und... Oh, mein Finger hat geknackt. Plock-Schokolade so durchbrechen, das ist eine Kunst, die die wenigsten beherrschen. Ich beherrsche es auch nicht, deswegen nehme ich in so einem Fall immer ein Messer. Säbel das fast ganz durch und knack's dann ab. Das passt besser. Wobei ich selten Blockschokolade bzw. feste Kuvertüre benutze. Meistens nehme ich schon die vorgefertigte. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Rechenmäßig war sie gut, aber Frauen und logisches Denken. Also wir Frauen sind ja eigentlich nicht in der Lage, logisch zu denken. Das sagt zumindest die Wissenschaft oder die Statistik. Wir sind eher, wie heißt das, nicht logisch, sondern kreativ denkend, genau. Wir können uns eher Dinge vorstellen. Deswegen sind viele Raumausstatter auch meist, also Raumausstatterinnen und nicht Raumausstatter, also nicht die Männer, sondern die Frauen, weil wir das räumliche Denken mehr haben. Wir können das mehr sehen. Wobei jetzt wieder andere Statistiken kommen, die sagen, Frauen haben kein räumliches Denken, deswegen können sie nicht einparken. Aber ihr wisst ja ganz genau, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Merkt euch das und ihr könnt jede Statistik widerlegen. Wie konnte das bloß passieren? Wie konnte ich dich finden und wieder verlieren? Ich wünsch mir eine Zeitmaschine, eine Reise zurück. Du hättest mich nie abgeschrieben, ich würde eine zweite Chance kriegen. Das war ein sehr schöner, nachdenklicher Text. Gebe ich jetzt zu. Und wenn ich ganz, 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 ganz weit zurückgehe in meine Jugend, habe ich auch so eine Person. Aber, und jetzt kommt das große Aber, man sagt ja immer so schön, alles vor einem Aber ist Müll. In dem Falle aber nicht ganz. Also zumindest meine ich das nicht so. Denn ich habe heute einen so tollen Partner und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte ihn gar nicht missen. Wenn ich könnte, wäre es schön gewesen, ihn noch früher kennengelernt zu haben. Herzchen für dich, Kistenkater. Drei Dimensionen sind mindestens eine zu viel. Nein! Also ihr sagt jetzt gerade oder ihr tut so, als wäre es mega logisch und einfach. Dann würde ich euch bitten, mir das im Chat mal zu erklären. Denn es sind drei Dimensionen. Ne? Habe ich auch erst gedacht. Das heißt, wir haben hoch und runter, dass ich vielleicht erstmal auf der richtigen Höhe sein muss. Dann muss ich auf der richtigen horizontalen Achse sein. Und dann muss ich in der richtigen Entfernung sein. Ne? Das wäre halt dann logisch, aber es funktioniert nicht. Doch, es funktioniert. Zumindest sah es gerade so aus, als ob es funktioniert hätte. Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Ja, genau. Ja, hat doch gepasst. Du hast das Rätsel gelöst. So, okay, ich kann hier keine Dings mehr bauen. Kriege ich hier eine Kanone rein? Nein, ey, dieser Balken. Jesus. Ja, schön rein. Ja, das war selbst. Okay, das ging nicht gut. Ja, da bin ich runtergefallen! Alles klar! Oh
Shit! Es ist alles in Ordnung, Leute. Es macht mal keine Sorge. Und Theo, du hast mich getötet! Es ist nichts passiert. Es war im... Oh mein Gott! Das war Selbstdemontage. So kann's gehen. Ja, ja, so kann's gehen. Ich hab... Ah, oh, was ein Gamer hat. Und jetzt fliege ich auch noch davon. Ich moonwalke vorwärts. Was auch immer mache ich. Ich weiß nicht, was ich da mache. Ich hab eine saucoole Pose. Ich bin am Gamen. Ja, das ist so der Moment, in dem man sich freut, dass manche Spiele doch noch Bugs haben. Denn das hat ihm, glaube ich, das Leben gerettet. Im Eis eingefroren ist. Wer ist der beste Liebhaber der letzten 1000 Jahre? Ötzi. Ungefähr 5000 Jahre in einer Spalte und immer noch steif. Ganz tief Daumen runter. Also bitte, das war ja wohl war der flachste Witz, den man in den Bergen bringen konnte. Ja, also wirklich. Gar kein Doppler-Effekt. Was? Doch, total. Das ist mega witzig. Ihr wisst, ich muss das machen. Okay, also wenn ich so rede und dann halt irgendwas... Nee, also da fühle ich halt jetzt auch gar nichts. Zum Ohr hin und weg. Zum Ohr und hin reden. Und... Okay, ich spüre da, ich merke dabei gar nichts. Nee, ich merke da einfach gar nichts. Was? Nein. Doch, total. Das ist mega witzig. Wenn ich das so mache, dann geht das irgendwie nicht. Siehst du, was ich mache? Ich mache so den hier. Was bekommt man denn dann? Hä, was ist denn das? Ich muss mal... Hä? Ich weiß es nicht. Passiert gerade was? Hallo Chat, wie geht es euch? Ich teste dumme Sachen, die Freuds mir gesagt haben, damit ich komplett dumm aussehe. Und angeblich soll das irgendeinen Unterschied machen, aber es macht nicht wirklich einen Unterschied. Leute, ihr seid geil. Nein, ich mach das jetzt nicht nach. Ich weiß nämlich, dass das nicht viel bringt. Man muss das richtig machen. Wenn man das richtig macht, dann wird der Ton etwas anders gemacht. Ich mach das jetzt aber nicht nach, weil das ist nämlich einfach der Grund gewesen, warum sie das gemacht haben. Bis jetzt, warum Olli das gemacht hat. Um andere dazu zu bringen, das nachzumachen. Und dann einen schönen aneinander geschnittenen Clip von lauter Nachmachern zu haben. Okay. Hier wird gezeigt, wie ihr den Backofen super easy. Geil. Das war gut. Der Hund ist geil. Jetzt haben wir gesehen, wie er den Backofen super easy und dann fällt der Hund von der Couch. Genau. La, da, 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 da. Kannst du springen? Pernikus, können Sie springen? Ezio, helf mir! Das war ein Nein. Ja, der SC kann, der NSC nicht. Ja, weil das dem NSC nicht eingegeben wurde. An den Füßen Kartoffelsalat. Ich habe keinen Hut auf, ich habe keinen Hut auf, ich habe Kartoffelsalat am Kopf, ich habe Kartoffelsalat, Kartoffelsalat, überall Igitt. Das Lied war jetzt irgendwie etwas komisch. Also ich habe auch gern Kartoffelsalat, aber zum Essen, nicht zum an die Füße schmieren oder auf den Kopf oder sonst was. Nee. Ich glaube, ich habe mich beruhigt. Bitte entschuldigt meine Ekstase. Okay. Na gut, dann ist das so. Irgendwie. Die richtige Mischung aus Spannung und Humor prägten damals wie heute Let's Plays von Gronkh. Er ist nie um einen flotten Spruch verlegen, wie etwa den Karlauer, den wir euch hier eingebunden haben. Bestimmt wieder ein großartiger Gassenhauer. Wo habt ihr das denn ausgegraben? Woran erkennt man, dass Camembert noch gut ist? Man fragt Camembert nie. Ja, Gronkh, du dürftest eigentlich wissen, das Internet vergisst nie, egal welchen Unsinn man betreibt, man findet es immer wieder, irgendwo ist es hinterlegt. Ja, genau. Ist immer blöd, dass ich hier... Das hilft mir nicht. Besser nicht. Das muss nicht gepaddelt werden. Besser nicht.
Schlüssel ans Schloss. Also Mädel, dass man den Schlüssel nutzen kann, um sie ins Schloss zu stecken, ist klar. Wir hatten das ja letzte Woche bei mir beim Gaming-Stream. Den könnt ihr, der ist glaube ich am Montag oder am Mittwoch ist der glaube ich hochgeladen worden. Mittwoch könnt ihr den ja noch sehen auf YouTube. Also das Mittwochsvideo von der letzten Woche. Und da hatte ich das Problem ja auch, dass ich zwei Schlüssel brauchte, aber nur an einen erstmal rankam und musste dann auch um die Ecke denken. Also, ja, aber ich wusste wenigstens, wie ich an die Schlüssel komme. Nein! Doch. Und tschüss. Gucken, wo man hinläuft. Wenn man auf einer Plattform ist, die oben ist, gucken. Sonst funktioniert das nicht. Kribbelt das bei dir auch mal im Bauch, wenn du irgendwo runterspringst? Ja. Nein, aber immer, wenn ich Zeit mit dir verbringe. Oh, du bist so romantisch. Ja, aber nur, weil du die Romantik in mir wächst. Oh mein Gott, hör auf damit. Aber du machst mich zu einem besseren Menschen. Oh. Schlotzi, komm jetzt in die Bombe, wir müssen hier noch rein. Ach so. Das ist der Moment, in dem man merkt, dass das Selbstgespräch führen nicht gut ist, wenn der Partner neben dran sitzt. Mandeltee klingt krass. Oh, geiles Bild. Details. Ja, da werden von echten Menschen aus dem Hals die Mandeln rausgeschabt, die werden dann getrocknet. Dann sammelt man die in einem Teebeutel und dann machst du heiß Wasser drauf und das ist dann Mandeltee. Schatz, ab sofort gibt's bei uns keinen Mandeltee mehr. Also, ich weiß, den gab's hier noch nie, aber den wird's auch nie geben. Nee, jetzt habe ich immer diese Aussage im Kopf, wenn ich das sehe. Ah! Oh! Hör auf! Ich drücke! Ich drücke doch! Ich drücke R. Ich habe R gedrückt. Warum habe ich R gedrückt? Aber mit einer Überzeugung. Ich habe es mit Überzeugung gedrückt. Ja, das war aber der falsche Knopf, Mädel. Der ganz falsche Knopf. Naja, gut. Okay. Passiert. Natürlich klar, dass die hier kommen. Ah, das darf nicht kaputt gehen. Oh, das ist ein Puzzle. Ist ein Puzzle. Ja, komm mal her, du. Schön, hä? Und dann noch eh noch der Fresse. Ja, so viel zum Thema, das darf nicht kaputt gehen. Es ging kaputt. Manche, aber das sind super selten, irgendwelche Typen. Die fühlen sich davon getriggert, wenn Frauen streamen. Aber bei Männern wäre es dann okay. Weil ich werde euch, ich ziehe euch mit meinen Reizen das Geld aus der Tasche. Merkt ihr das nicht? Ich bin zu sexy. Ja, das Thema hatte ich auch schon gehört und ich kann darüber irgendwie, also ich verstehe es nicht. Es gibt auf Twitch so viele Leute, wenn euch jemand nicht gefällt, dann kaut euch jemand anderen an. Ich weiß, das ist jetzt natürlich für eine Streamerin, die das zu sagen, relativ problematisch, aus dem ganz einfachen Grund. Sie könnte ihre Leute vertreiben, die ihr zuschauen. Aber jeder findet auf Twitch und auch auf YouTube seine Nische und seinen Content, den er sucht. Oder den sie sucht. Genau. Spiegelblinker, Schulterblick, Spiegelblinker, Schulterblick, Spiegelblinker, Schulterblick, Spiegelblinker, Schulterblick, Spiegelblinker, Schulterblick, Spiegel, ich fahr fast in den roten rein. Spiegelblinker, Schulterblick, Spiegelblinker, Schulterblick, Spiegel, Schinkel, Schulterblick. Ja, also sie hat das schon richtig drauf. Der Song ist auch cool und hat einen eingängigen Text. Aber das Programm spielt nicht mit. Mitspielen geht da immer. Moment. Junge muss an die frische Luft. Was ist das für eine Blu-ray? Kann mal jemand googeln, was das für eine Blu-ray ist? Der Junge muss mal an die frische Luft. Die nehme ich jetzt mit. Die ist noch verpackt. Also der Film Der Junge muss an die frische Luft, das ist die Verfilmung der Biografie von Harper Kerkeling. Ich habe den Film noch nicht geguckt, aber ich habe gehört, er soll sehr gut sein. Was ist denn das Grüne oben im Spiegelschrank?
Dextrolyse, sag schon. Tiramisu. Wie heißt es denn? Dextro... nein, so ähnlich. Dentagard. Nein, warte, ich komme nicht drauf. Nicht der Dentagard-Biber. Hallo, ich bin der Dentagard. Nein, weg. Nein. Es ist... Ich hab's gleich. Mundspülung. Und die heißt... D-Amphetamin. Nein, irgendwas mit D. Wie heißt es denn? Es heißt... Listerin. Hab ich gesagt mit D. Ja, ja. Listerin mit D. Wir kennen alle das. Listerin mit D. Dann heißt es aber Listerin. Ja. Naja, waren halt natürlich auch viel so aus der Werbebranche, aus der Produktionsbranche. Aber ich hab... Oh. Hilfe. Oh, oh. Adam hat mich im Kofferraum eingesperrt. Ich will raus. Nee, das stimmt nicht. Ich will auf den Ball fahren. Nein. Ja, das ist der Moment, in dem der Sprachassistent zwischen die Beine tritt. F? Aber F ist besser als D, oder? Mit A, B, C, D. Nein, F ist nicht besser als D. F ist schlechter als D, weil kommt weiter hinten im Alphabet. So sieht's aus, ja. Also ich sage, wie es ist, ne? Normalerweise... Ah! Was? Fuck, Alter. Ja. Also ich hätte jetzt so fast erwartet, dass die Kamera beim Zurückhüpfen irgendwo gegen den Felsen stößt. Hätte ich ihm natürlich nicht gewünscht, aber ich hätte es irgendwie erwartet, weil es baute sich so ein kleiner Spannungsbogen auf. Aber das mit der Gischt beim, wenn man da so runtergeht, also ja, gut, das hätte man sich auch selber denken können. Es gibt X-Faktor, das Unfassbare! Du willst mir jetzt nicht allen Ernstes erzählen, dass du nicht wusstest, dass es das wirklich gibt. Hallo? Oh Gott. Oh mein Gott. Hahaha. Ha, ha. Findest du das weird, dass ich so bin? Oh, also, ich bin so doof. Ist okay. Okay, wir schneiden die Avocado. Ah, ich bin noch dümmer, noch dümmlicher. Alles gut. Den musst du nicht... Ah, ich bin der Dümmste. Was machst du da? Mann, wie dämlich kann man sein, ein paar, also ich, wenn ich das richtig sehe, waren das Erbsen, in eine Tasse zu schütten? Hallo? Nee. Mann. Männer und Kochen sind manchmal zwei Welten, die aufeinander brechen. Aufeinander treffen, meine ich natürlich, nicht brechen. Aber, ja, also ich habe hier ein Exemplar von Mann, der kann kochen. Und der kann gut kochen. Richtig gut. Jetzt habe ich wieder vergessen. Ja. Jamit fragt nochmal die KI. Wie alt ist die Twitch-Streamerin Didoni? KI antwortet wieder, Didoni ist 24 Jahre alt. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Dann antwortet Jamit, das stimmt nicht. Die Twitch-Streamerin Didoni ist 47 Jahre alt. Daraufhin die KI, oh, das tut mir leid, die Informationen, die ich habe, sind nicht aktuell. Danke für die Korrektur. Kein Problem, bitte merken. Verstanden, danke. Ich werde sicherstellen, dass meine Informationen zu Didoni in Zukunft korrekt sind. Fuck. You. Jetzt müssten wir natürlich wissen, stimmt das 24 oder 47? Ich glaube aber eher das Erstere stimmt. Aber es ist interessant, dass man KIs so durchaus aus dem Konzept bringen kann. Wobei ich dazu sagen muss, KIs können manchmal sehr hilfreich sein. Mir hat die Tage eine KI gut geholfen. Ja, genau. Warte, ganz kurz, ich muss intervenieren. Schatz, ist das dasselbe Brot? Falls ja, ist ganz lieb gemeint. Ich kann es aber wirklich leider nicht essen und muss es dir zurückgeben. Da ist nämlich Kümmel drauf und ich bin gerade fast gestorben. Ich hasse Kümmel wie die Pest. Ich krieg bei Kümmel wirklich Würgereiz. Wir haben einen Beziehungsmoment bei Olli und Anna gerade. Ist lieb gemeint, aber ich kann das leider nicht essen. Ich weiß, es ist toll, dass du dir so viel Mühe gegeben hast. Für dich. Anna flippt gleich. Du isst es nicht. Ja, weil es Kümmel ist. Ich koch nochmal für dich. Das hast du nicht gekocht.
Ich koch noch mal für dich, war aber auch wild. Jetzt, oh Gott, jetzt stinkt, jetzt siegt jetzt. Irgendwas allergisch. Jetzt der Haussegen schief, Freunde. Ja, also. Ja. Oha, oha, das. Also, sowas ist übel. Das Schöne ist, wenn man eigentlich eine längere Beziehung führt, sollte man wissen, was der andere mag oder nicht mag. Bei uns ist es so, wir wissen, also mein Mann und ich, wir wissen durchaus, was der andere mag und was er nicht mag. Manchmal machen wir Dinge in etwas rein, das der andere nicht mag. Dann weisen wir aber darauf hin, dass es rein gehört. Oder wir machen es so, dass wir sagen, okay, pass auf, du magst es nicht, da hast du deine Portion, ich mach das bei mir nochmal nachträglich rein. Und hin und wieder passiert es auch, dass man vielleicht nicht mehr weiß, passt das oder passt das nicht, mag er das nicht. Oder mag sie das nicht. Dann kann man aber nachfragen. Und zwar bevor man es macht und nicht nachdem man es gemacht hat. Also, ich denke mal, zu einer Beziehung sollte man schon ein bisschen Kommunikation führen. Kommunikation gehört zu einer guten Beziehung dazu. Genau. Hat ein bisschen gedauert bei meinem Mann und mir, bis das so funktionierte mit der Kommunikation. Aber mittlerweile kommunizieren wir richtig toll miteinander. Ja, ja. Ja, Eistee macht mich lustiger wacher als Kaffee. Weil das, der Eistee, den du da in der Hand hast, das war der schwarze Tee Mango, glaube ich, ist das. Und da ist Koffein drin. Weil in schwarzem Tee ist Koffein. Ja, Flügel. Stimmt. Das ist der heutige Prank. Drei Herzen sind sehr süß. Gott sei Dank sind es heute keine Badelatschen oder so, wie manchmal anders. Oder Blobtiere. Sehr oder geil. Dresses. Ja, Maid-Dresses. Irgendwann was ganz Unauffälliges, dann sind überall Schaufelradbagger. Ja, oder Züge, ja. Und sind noch wieder drei Herzchen drin, ne? Ist das so ein Running Ding? Warte, Moment. Ja, sah gut aus. Ein sehr schönes Bild. Weiß ich nicht. Oh, aua, aua, aua! Oh Mann. Oh, ich lebe noch. Alles gut. Moment. Kann bei einem Autorennspiel das Auto sterben? Es kann höchstens kaputt gehen und man braucht ein neues, aber das kann doch nicht sterben. Okay. Da war ein Netter. Da dachte er sich mal, ich gönn. So, hier mit dem Revolver, Alter. Zack, einen drauf. Hä, was? Als ob, ja, als ob, ja, ne. Ja, genau. Das also das ist ja jetzt wohl der Gag des Jahrhunderts. Mit der Pistole erschießt er einen Wal. Hallo. Angebrannt haben und sowas. Oh, scheiße, ich hatte den falschen... Oh nein. Oh doch. Ich hab den falschen Herd angemacht. Nein, du hast schon den richtigen Herd angemacht und die falsche Platte. Weil wäre ja weird gewesen, wenn du beim Nachbarn den Herd angemacht hättest und jetzt wolltest bei dir kochen. Also das wäre weird gewesen, aber... Ja. Induktionsherd. Kauf den Induktionsherd, da kann dir sowas nicht passieren, weil auf dem Induktionsherd kannst du alles draufstellen. Was nicht magnetisch ist, wird nicht befeuert. Kann ich Link kopieren? Was kommt da jetzt? Oh, weia. Ja, genau. Links einfach mal offen im Stream kopieren, urheberrechtlich ganz weird. Deswegen, nicht machen. Ich will nicht runtergespült werden. Ich will nicht. Oh mein Gott, ich werde runtergespült, wie kacke. Stop! Ich werde runtergespült wie Kacke. Nein, wie Kacke ist das? Also sie hat es auf den Punkt gebracht. Sie wird runtergespült wie Kacke. Und genau das ist ja auch so. Also zumindest mache ich das bei mir im Klo hin und wieder. Ich habe aber die Woche jetzt was gehört. Da gibt es auch andere Dinge. Und da muss ich sagen, so... 400.000 Möhrchen, das ist eine halbe Million. Nein. 400.000 Möhrchen sind keine halbe Million. Das sind 400.000. Eine halbe Million wären 500.000. Weil die Hälfte von 10 ist 5 und nicht 4. Lass mich mal gerade ganz kurz gucken. Ich glaube, ich habe den falschen Spielstand geladen. Ah!
Ich hab den falschen... Nein, ich hab da drüber gespeichert gerade. Oh nein, wie kann man so dumm sein? Ich hab gerade gespeichert, statt zu laden. Und ich hab genau den speichert... Oh Gott, bitte sagt mir. Oh nein! Das heißt, ich muss die Scheiße nochmal machen. Ja, ja. Augen auf beim Speicherstand machen, wenn man mehrere Möglichkeiten hat. Das ist übrigens der große Nachteil in vielen älteren Spielen. Da haben sie es so eingestellt, dass du einen Speicherstand speichern kannst und mehr nicht. Das ist das Problem bei Eye of the Beholder, was ich ja momentan im Gaming-Stream spiele, dass man da nur einen Speicherstand haben kann. Das ärgert mich. Weil sonst hätte ich nicht das Problem gehabt, was ich jetzt habe. Nämlich, dass ich nicht über die vierte Ebene hinauskomme, weil ich aus der vierten Ebene nicht mehr rauskomme. Jetzt geht's hier los! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dieses Gimmick hat mir zurecht! Was ist das? Oh mein Gott! Das Gimmel, das kommt damit nicht klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott, noch eine Runde! Ja, wenn du in ein drehendes Auto einsteigst, also dass du auf der Vorrichtung ist, dass es sich um den Kopf dreht, dann solltest du das vorher wissen. Dann solltest du vielleicht vorher testen, ob der Gimbal richtig funktioniert. Weil im Normalfall sollte das hinbekommen. Ja. Link, where are you? Are you still there under me? It's so dark. I can't see my beak in front of my face. Watch your step, I don't want you to trip over anything. Und tschüss. Ja, so ist das. Bei den alten Link-Spielen, da konnte man wunderbar schön abstürzen und das sah ganz komisch aus, aber sie kriegt's auch noch gesagt. Oh mein Gott, ist das schwer. Also, wir müssen, glaube ich, hier längs denken. Wir müssen längs denken. Nicht hoch, oder ist das quer? Das ist längs, das ist quer. Wir müssen quer denken, das heißt, quer denken. Ja, ja. Stimmte zwar auch nicht, aber das war horizontal und vertikal. Du hättest horizontal denken sollen und nicht vertikal, aber gut. Gibt's so einen richtig cuten Arbeitskollegen, den treffe ich immer auf dem Gang. So ein braunhaariger, mit braunen Augen. Der sieht so cute aus. Und immer wenn er mich sieht, dann freut er sich. Das sehe ich daran, dass er mit seinem Schwanz wackelt. Ha, 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 ha. Im Übrigen, nur mal so zur reinen Information, wenn Hunde mit dem Schwanz wedeln, heißt das nicht immer, dass sie sich freuen. Das kann auch andere Gründe haben. Genau, das ist genau wie bei Katzen. Wobei bei Katzen kann man zu Großteilen sagen, wenn die Katze anfängt mit dem Schwanz zu wackeln, Vorsicht, weil dann ist sie aufgeregt und dann können Dinge passieren, die nicht gut sind für euch. Unsere hat das irgendwie aber noch nicht so ganz verstanden. Die wedelt auch so weit mit dem Schwanz. Mhm. Kam gerade ein Funke von dem einen Ding. Reicht dann? Ja, der Funke hat ausgereicht, dass du jetzt von vorne anfangen darfst. Oder beim letzten Spielstand, je nachdem. So, World of Tanks. Ja, ein Spiel, was momentan einen etwas komischen Unterton hat. Rot, braun und Lilly grün. Ayo! Los! Ja, jetzt hatten wir erst die Melodie aus einem Bud Spencer Terence Hill Film und dann die Cantina-Musik aus Star Wars. Ja, passend, sehr schön. Passte auch. Thematisch. Oh oh. Oh oh. Ja, was denn jetzt nun? Also das war für alle die sie nicht kannten, die Titelmelodie von Jaws,
der Meister Hai, komponiert von John Williams. Weil, wenn ihr wissen wollt, warum ich das so genau weiß, ich habe vor kurzem in einem Konzert genau dieses Lied als Zugabe gehört. Und das war so genial. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, zu einem Konzert zu gehen, wo ihr reine Filmmusiken hört, ohne dass im Hintergrund der Film dazu läuft, oder macht es. Ihr habt ein so geiles Erlebnis, kann ich euch sagen. Ich kannte fast jeden Titel, der in diesem Konzert gespielt worden ist. Es ging dabei um Titel, um Melodien von John Williams und nicht Jan Hammer, Hans Zimmer. John Williams und Hans Zimmer. Und bei jeder Melodie konnte ich mir genau vorstellen, wo in dem Film genau diese Melodie lief. Und das war so genial. Es war richtig toll. Es war auch ein tolles Orchester und sehr toll moderiert. Und ja, wie gesagt, wenn ihr da mal die Möglichkeit habt, schaut euch das an. Gönnt euch das. Das macht, ist echt geil. Fühlt sie sich halt mit dem Mordposten einfach nicht mehr so wohl. Und hat darum gebeten, sie zum VIP zu machen. Es war die ganze Zeit Zeit und er macht das jetzt, wenn ich streame. Ja, das nennt man tolle Partnerschaft. Man weiß, wann der andere streamt und trotzdem muss man genau in diesem Augenblick irgendetwas machen, was das stört. Kommt bei uns zumindest glücklicherweise nicht vor. Fünfmal sagen, abonniert Twitch Clips Germany. Und irgendwann ist das dabei. Ja, genau, also wenn wir immer wieder oft genug sagen, abonniert Twitch Clips Germany, abonniert Twitch Clips Germany. Ja, dann abonniert doch auch endlich Twitch Clips Germany. Dann kommt man irgendwann auch in den Punkt und wird vielleicht genommen, wenn es irgendjemand mitbekommt und entsprechend zurecht macht und alles. Ja, ich habe Twitch Clips Germany abonniert, das seht ihr hier. Und jetzt gibt's hier ein Like von mir. Genau, und wenn ihr das da auch machen wollt, unten in der Videobeschreibung, da ist der Link dazu. Da könnt ihr hinspringen und könnt das Ganze abonnieren. Und dann könnt ihr auch ein Abo dalassen und eine Glocke. Aber Moment. Bevor ihr das jetzt macht, macht ihr das natürlich hier auch. Also, Däumchen hoch, Abo-Button drücken, Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr nichts mehr. Einmal die Woche gibt es hier neue Videos auf dem Kanal. Wenn alles gut geht. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, schaut bei Twitch vorbei. Unten ist auch verlinkt, wie ihr da hinkommt. Und ja, wenn ihr Anregungen, Ideen, Kritik, Vorschläge habt, was man mal reacten könnte, auch bitte unten in die Kommentarsektion. Ich reagiere darauf und nehme das Ganze auch auf. Hat man hier schon gesehen, der Schildi macht das mit schöner Regelmäßigkeit und seine Vorschläge werden immer reacted. Manchmal dauert es ein paar Tage oder ein paar Wochen, aber sie werden alle reacted. Das kann ich, weiß er auch. Und das finde ich schön. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, schaut euch eins der anderen Videos an. Wir sehen uns wieder beim nächsten React. Bis dahin sagt euch Tschüss, eure Josie.